Ja, hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video. Leute, der Bumblebee-Trailer ist draußen. Ich habe ihn natürlich ein paar Mal gesehen. Wir widmen uns jetzt diesen Trailer, analysieren ihn etwas und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt, was meine Erwartungen sind und was mein Fazit ist. Ja, als allererstes sehen wir im Trailer, wenn es um Bumblebee geht, diese Silhouette, also diese Erscheinung in einem Wald. Für mich, also persönlich denke ich, dass es am Ende des Films spielt, wo Bumblebee versucht noch zu fliehen. Da wir eine ähnliche Szene nachher haben im Trailer, wo Bumblebee durch den Wald läuft und komplett anders ausschaut, also er wird nicht immer die Käferform haben, also der Old Mode wird nicht immer der Käfer sein. Auf jeden Fall ein wunderschönes Bild eigentlich, man erkennt noch nichts. Man erkennt ein bisschen die Silhouette von Bumblebee, hinten ein bisschen Sonne und gefallene Blätter, Sand und Steine. Ja, die nächste Szene ist Hayley Steinfeld, also ihr Charakter, der dort steht an diesem Mauervorsprung und hinausblickt aufs Meer. Wahrscheinlich geht es in dieser Szene darum, ihren Charakter zu etablieren und zu sagen, ja, okay, das ist sie, das macht sie aus. Dann haben wir eine weitere Szene auf ihrem Mofa, wie sie an der Promenade dort langfährt. Man erkennt deutlich die 80er Jahre, also nicht nur 80er Jahre Autos, aber auch Autos aus den 80er Jahren und 70er Jahren natürlich. Ja, und dann kommen wir schon zur nächsten Szene. Dort sehen wir Bumblebee in seiner Käferform. G1 lässt grüßen. Ich war nie ein großer Fan von dieser Käferform. Erinnert mich ein bisschen an Dudu. Und das war auch der Beweggrund von Michael Bay, Bumblebee im ersten Transformers-Film aus dem Jahre 2007 nicht als Käfer darzustellen, weil das halt zu Irritationen führen könnte. Aber hier haben sie es gemacht. Nun gut, müssen wir damit leben. Auch sehr interessant. Auf jeden Fall sieht man hier, dass sie auf einem Schrottplatz ist. Im Hintergrund sehen wir ein paar Boote, ein paar alte Pickups. Und sie entdeckt Bumblebee dort. Sie zieht die Plane ab und guckt sich ihn an. Und dann haben wir noch einen kleinen Shot im Rathaus von Bumblebee. Also in diesem Käfer sehen wir ein Bienennest. Weitere Szene, wir sehen den Schlüssel. Also sie blickt in diesen Käfer hinein und sieht den Schlüssel. Aha, okay. Wahrscheinlich wird sie sich reinsetzen in den Film und gucken, ob er auch anspringt. Und dann sehen wir auch schon Hayley Steinfeld und einen weiteren Charakter im Käfer umherfahren, den Namen weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Und sie fährt dann nach Hause in ihre Garage. Dort sehen wir dann Bumblebee und daneben eine wunderschöne Corvette. Und dort wird ersichtlich, dass sie sich um alte Autos kümmert, dass sie viel und gerne repariert. Und sie nimmt den Käfer unter Augenschein und nimmt ihn zu untersuchen. Dann haben wir einen kurzen Shot auf das Radio. Das Radio bewegt sich von alleine, beziehungsweise der Sendersuchlauf startet. Das kennen wir schon aus dem Camaro aus Transformers 2007, also aus dem allerersten Transformers-Film. In der darauffolgenden Szene sehen wir, wie ein Stück von Bumblebee runterfällt. Wahrscheinlich ist das ein Teil des Arms oder ein anderes Teil. Das hört sie natürlich und dann nimmt sie eine Taschenlampe und blickt unter diesem Käfer lang. Und dort haben wir denn, was wir eigentlich so nennen unter Sammlern, das Visible Head Syndrom. Also das, wenn man das Auto umdreht, das Spielzeugauto umdreht, den Transformer-Figur, sehen wir den Kopf von ihm. Das haben sie ein bisschen aufgegriffen, eigentlich ganz gut gelöst. Und dann sehen wir, wie sich Bumblebee aktiviert, die Augen fangen an zu leuchten, er transformiert sein Gesicht. Und sie ist natürlich völlig erschrocken, blickt nach oben, wie sich alle Teile transformieren. Und sieht dann Bumblebee vor sich. Was mir auffällt in dieser Szene ist, wie klein Bumblebee eigentlich ist. Wenn man diese, also Bumblebee ist in den Michael Bay-Filmen 16 Fuß hoch, groß sozusagen, also knapp 4 Meter, glaube ich. Und hier scheint es so, als wenn er wirklich gerade mal 3 Meter ist oder so. Das liegt natürlich auch an der Fahrzeugform, aber auch an diesem Mass-Shifting. Das heißt Massenbewegung, die Transformers können sich an alles Mögliche verwandeln. Erinnert ihr euch noch an Frenzy, der war ja auch im Radio nachher gewesen und das sind so die Sachen, Mass-Shifting ist bei Transformers immer so eine Sache. Ich persönlich bin kein Fan davon, weil das irgendwie ein wenig unrealistisch wirkt auf mich, ein Fahrzeug zu schrumpfen oder beziehungsweise ein Roboter oder so wie Bumblebee hier ist, am Käferform und der Roboter, der gerade mal 3 Meter groß ist. Das ist natürlich der Sache geschuldet, dass sie halt kinderfreundlich sein. Bumblebee ist nicht so groß, nicht so gewaltig. Er hat runde Formen, Bumblebee ein knuffiges Gesicht. Das ist halt die Sache, die, wo sich Hasbro in den Filmmarketing natürlich sehr einbringt. Oder auch halt in der Entstehungsphase des Films. Also hier sehen wir wirklich kindgerecht. Kindgerecht, da geht es eigentlich schon gar nicht mehr. Und Bumblebee ist erschrocken, versucht sich ein bisschen zu verstecken, weil er Menschen halt nicht traut. Das wird hier ersichtlich. Er hat Angst vor ihr. Und sie geht auf ihn zu und sagt, er braucht keine Angst haben. Dann fässt sie ihn so an und er ist dann ganz zugetan und vertraut ihr dann langsam. Also wie gesagt, das wird sich im Film über ihn hinaus oder in den ganzen Film durchziehen, dieses Thema.
Ja, und in der nächsten Szene sehen wir hier Bumblebee, wie schon angesprochen am Anfang der Trailer-Analyse, dass Bumblebee flieht. Und wir sehen hier, dass die Fahrzeugteile komplett anders sind. Also er wird zwei Fahrzeugmodi haben. Und ich denke mal, das wird schwer zu sagen. Entweder am Ende des Films oder am Anfang des Films, wo er sich versteckt. Ich bin da nicht ganz so schlüssig. Und ja, die nächste Szene, Hayley Steinfeld springt ins Wasser. Wahrscheinlich wird Bumblebee dort attackiert von Sektor 7. Und ja, sie versucht ihn dann zu retten, springt hinterher, dann haben wir eine kleine Unterwasserszene. Und da versucht sie natürlich, Bumblebee zu retten, ihrem Freund. Und ja, viele finden das ein bisschen kindisch, aber ihr müsst euch mal reindenken, das ist nun mal ein Kinderfilm. Der wird höchstwahrscheinlich ab 12 sein, vielleicht sogar noch drunter, was natürlich machbar ist bei diesem Genre. Aber ihr müsst euch mal dran erinnern an Der Gigant aus dem All. Das diente sozusagen fast als Vorbild für diesen Film. Und der Film war auch super unterhaltsam. Es geht hier um eine Freundschaft zwischen einem Menschen und einem Roboter, einem Alien-Roboter von einer anderen Welt. Und dieses Thema wird hier wieder aufgegriffen. Also es ist weder kitschig noch irgendwas anderes. Es ist halt, hier geht es um die Charaktere, nicht einfach nur Explosion, wie es bei Michael Bay der Fall war, sondern wirklich die Beziehung zwischen den beiden. Weiter geht's. Wir haben ja die Szene am Strand, wo Bumblebee sich transformiert. Wir sehen hier, dass es der Oldwood des Käfers ist. Das erkennt man deutlich an den Reifen auf seinen Schultern. Ihm fehlen diese typischen Flügel, die er sonst immer hat. Die nächste Szene. Wir sehen hier John Cena, der zu Sektor 7 gehört, beziehungsweise sein Charakter gehört zu Sektor 7. Und wir sehen Bumblebee, wie er Hayley Steinfeld, also dessen Charakter, greift und wegläuft, weil er ganz genau weiß, dass diese Leute gefährlich sind. Ziemlich cool gemacht. Auch hier sieht man wieder deutlich, dass das Rendering, also die Animation, noch nicht final sind. Sie sind noch nicht fertig. Es fehlen hier und da noch Schattierungen und ja. Aber ich denke mal, das werden sie bis zum Release des Films ganz gut hinbekommen. Und hier wird es sehr interessant. Wir sehen hier Bumblebee und dort wird deutlich, dass er komplett anders aussieht. Das erkennt man als erstes an den Reifen oben auf den Schultern. Das sind ganz klar Militärreifen oder Fahrzeuge, die ihm zum Gelände gehören. Und der eine Reifen ist aufgesprungen bzw. wurde getroffen von einem Projektil, nehme ich mal an. Und auch die Brust ist komplett anders. Das sehen wir aber nachher in einer anderen Szene nochmal. Und jetzt geht's richtig los. Wir sehen hier einen Jet, der sich transformiert. Viele sagen, es ist Starscream. Könnte sein. Ich lege mich darauf nicht fest. Auf jeden Fall ist das Design von diesem Jet oder auch die Transformation von dem Jet schon sehr Michael Bay-Style, was ich wiederum eigentlich... Ich war mit dem Design von Michael Bay immer zufrieden, war immer cool gemacht. Die Transformationsszenen waren auch alle ganz cool. Aber wie gesagt, ich bin mir unschlüssig, wer das genau ist. Wie gesagt, viele sagen Starscream, weil es die Farben sind von Starscream, grau, rot. Es fehlt für meine Empfindung aber noch ein bisschen blau zu Starscream. Vielleicht haben sie es weggelassen, vielleicht kommt es sogar noch. Wie gesagt, diese ganzen Computeranimationen sind noch nicht feine. Auf jeden Fall transformiert er sich in der Luft und man kann deutlich sehen, dass das Design schon ja, eigentlich ziemlich cool ist. Die Tragflächen verwandeln sich und es sieht wirklich so aus wie Starscreams Tragflächen, die sich hier auf dem Rücken befinden. Aber aus dem Design, also beziehungsweise so wie der Kopf aussieht, bin ich mir noch nicht schlüssig, ob das wirklich Starscream ist. Ja, nach dieser kurzen Szene sehen wir Bumblebee und Hayley Steinfeld, wie sie sich umarmen und ja, wahrscheinlich wird das eine der ausschlaggebenden Szenen sein in dem Film, wo sich beide nochmal hinsetzen und sagen, wie sie sich wertschätzen, wie einer den anderen mag. Ganz cool. Und dann sehen wir Bumblebees Battle Mask das erste Mal und diese Battle Mask schreit richtig Bumblebee, also richtig Wespe oder beziehungsweise Biene mit den Augen, mit diesem Design der Augen und diese ganze Maske ist halt wirklich richtig cool gemacht. Ich war auch ein Fan von der Maske oder der Battle Mask aus nicht Transformers 5 The Last Night, sondern Age of Extinction. Das Design von Bumblebee war wirklich cool. Das war wirklich organisch und sah wirklich dem einer Biene wirklich ähnlich. Also gefiel mir eigentlich sehr gut und das ist hier mit der Maske auch der Fall. Ja, dann sehen wir einen Hubschrauber, der abstürzt. Und Bumblebee eilt zur Hilfe, hält den Hubschrauber auf und ja, wird von ihm sozusagen weggeschoben. Das wiederum könnte die Szene sein, als Hayley Steinfeld runtertaucht zu ihm, also zu Bumblebee. Wahrscheinlich wird er dort ins Wasser fallen irgendwie und, oder im Kampf verwundet und dann fällt er ins Wasser. Das wird so die Szene sein ungefähr. Ja, und hier war ein schöner Screenshot von Bumblebee und hier wird deutlich, dass das Fahrzeugdesign im Film wechselt. Wir sehen hier, die Brust ist eine komplett andere. Erinnert mich stark an ja, einen Jeep sozusagen, einen gelben Jeep. Auch die ganzen anderen Teile sind ein bisschen anders. Die Battle Mask ist so ziemlich die gleiche, aber die Beine und die Arme sehen halt viel eckiger und viel kantiger aus.
Und ja, bin mal gespannt. So, was haben wir noch? Achso, eine der letzten Szenen sehen wir, wie Hayley Steinfelds Charakter, ich vergesse mal den Namen, keine Ahnung, aber der wird mir noch einfallen, wie sie ihm zu ihm sagt, er kann dann durch Musik kommunizieren und deswegen legt sie ihm diese Kassette dort ins Radio hinein und dann kommt das Lied von Rick Astley, Never Gonna Give You Up, und scheinbar scheint ihm das Lied zu gefallen, denn er schleudert die Kassette direkt an die Wand. Also ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Ja, dann haben wir noch eine kurze Szene, wo Bumblebee, und da kann man das deutlich sehen, also da steht Bumblebee vor Hayley Steinfelds Charakter und dann sehen wir deutlich, ja gut, sie ist vielleicht 1,70 und Bumblebee ist, wenn es hochkommt, vielleicht 3 Meter. Passt noch in der Garage dort hinein. Also ich finde das schon ein bisschen, weiß nicht. Ist natürlich, wie gesagt, immer darauf zugeschnitten für Kinder und das Design ist ziemlich rund alles und ähnelt natürlich nicht dem Bumblebee aus dem späteren Transformers-Film. Aber ich hoffe ja, dass am Ende des Films er den Camaro findet und dort dann seine Alternativform annimmt. Wie gesagt, das Käfer-Design bin ich nicht so ein Fan. Er ist einfach zu rund und zu nicht so eckig wie in den anderen Filmen. Mal sehen. Wird eine einige Zeit dauern, bis ich mich damit angefreundet habe, aber es wird schon funktionieren. Ja, das war meine kleine Trailer-Analyse von dem Bumblebee-Trailer, der im Dezember, am 21. Dezember, denke ich, war der Termin, in die Kinos kommen. Ja, meine abschließende Zusammenfassung ist wie folgt. Ich bin da ein bisschen, weiß ich nicht, ich sag mal 50-50. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Ich bin eigentlich, ich freue mich eigentlich auf den Film, möchte ihn unbedingt sehen, weil ich auch die andere Seite von Transformers-Filmen mal kennen möchte, ohne große Explosion und einer Story, die nicht zusammenpasst. Aber ich vermute, dass sie in diesem Film die zusammenhängende Geschichte zwischen Michael Bays Film und diesem Film von Travis Knight nicht hundertprozentig hinbekommen. Das war der Fehler. Sie haben im Nachhinein versucht, nach dem Erfolg von Marvel, von Marvel Cinematic Universe sozusagen, versucht dort auch ein Transformers Cinematic Universe zu etablieren. Aber es funktioniert halt nicht, weil die Geschichte im Nachhinein geändert werden muss und das passt daher nicht zusammen. Deswegen gibt es so viele Ungereimtheiten in den Filmen. Und ich hätte es klug gefunden, wenn sie dieses Projekt von vornherein besser durchdacht hätten. Aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen Michael Bay schuld, weil er sich ständig ins Drehbuch einmischt. Und ich hoffe mal, oder der Trailer lässt schon vermuten, dass er hier sich wirklich zurückgehalten hat. Und bin mal gespannt. Das gleiche passiert auch mit Star Wars gerade. Die haben das Problem, dass sie zu viel Star Wars rausbringen wollen. Nach The Last Jedi, den ich persönlich nicht so gut fand, habe ich mir letztens so lange geguckt, den ich wiederum sehr, sehr gut fand. Also ich war wirklich, ging eigentlich, hätte ich es nicht erwartet. Und ich denke, dass die Nachdrehs für den Solo-Film auch angebracht waren, weil er war zwischenzeitlich, gerade L13 war mir ein bisschen zu, weiß ich nicht. Also da hat man diese Political Correctness wirklich gemerkt in den Film stellenweise. Aber ich finde es gut, dass sie Transformers nicht ganz aufgeben. Und ja, bin mal gespannt, wie der Film ankommt und wie die Kritiken sind, obwohl ich ja eigentlich auf Kritiken nicht so viel gebe. Aber viele Leute ziehen sich an Kritiken hoch und nehmen das als Vorbild, aber ich bilde mir immer noch selbst meine Meinung. Und wie gesagt, das soll es gewesen sein. Bin doch schon positiv überrascht, bin aber auch ein bisschen skeptisch, aber freue mich trotzdem auf diesen Film. Ja, Leute, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dem Trailer wie ich und wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.